Die Kumpre Vieja Chronik vom 14. bis zum 20. September 2021. Der 14. September 2021. In den letzten 7 Tagen gab es auf den Kanarischen Inseln 27 Erdbeben der Stärke von 3.0 oder höher und 376 Beben der Stärke von 2.0 bis 2.9. Außerdem wurden 263 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können. Größtes Erdbeben, Stärke 3.5, 9,7 Kilometer südöstlich von Los Llanos de Aridane, Spanien, am Dienstag, 14. September 2021 um 7 Uhr. Jüngstes Beben, Stärke 2.1, 10,7 Kilometer südlich von Los Llanos de Aridane, Spanien, am Dienstag, 14. September 2021 um 10.03 Uhr. Quelle www.volcanodiscovery.com. Der 15. September 2021. Aufgrund der aktuellen Lage bittet man weiterhin darum, Ruhe zu bewahren. Man empfiehlt jedoch, eine Bleibe außerhalb des Risikogebietes zu haben und einen Rucksack für die notwendigsten Dokumente und Unterlagen sowie Medikamente zu packen, denn im Falle einer schlechten Entwicklung können auch Evakuierungen notwendig sein. Sollte man massive Veränderungen feststellen, darunter Lärm, Gasbildung, Asche, Rauch, Veränderung der Pegelstände in den Brunnen, kleinere Erschütterungen etc., sollte man sich an die 112 wenden. Man sollte aber berücksichtigen, dass dies die Notrufnummer ist und kein Bürgertelefon. Was letztendlich bei einem Vulkanausbruch passieren könnte, ist völlig unklar. Dies hängt von der Intensität des Vulkanausbruchs ab. Da sich das Zentrum der Ereignisse auf der Ostseite der Insel La Palma konzentriert, müsste man auch im Auge haben, ob damit nicht ein Tsunami in Richtung USA ausgelöst werden könnte. Aber alles diesbezüglich ist reine Spekulation und kann ohne einen aktiven Ausbruch nicht vorhergesagt werden. Quelle TF. Der 16.09.2021. Heute Warnstufe Gelb. Also die zweite Warnstufe von insgesamt 4. Grund ist die Stärke der letzten Erdbewegungen mit einem Wert von bis zu 3,5 auf der Richterskala. Seit Sonntag sind rund 7000 Meter unterhalb von La Palma 900 Beben registriert worden. 18 davon hatten eine Stärke von mindestens 3. Ein Beben gestern mit einer Intensität von 3,3 ist gegen 13.30 Uhr von den Einwohnern der Gemeinde deutlich zu spüren gewesen. Aller Sensationsmeldungen in den sozialen Netzwerken zum Trotz besteht keinerlei Gefahr für die Bevölkerung. Für die Experten des Vulkanologischen Instituts, die sich täglich mit den seismischen Bewegungen auf dem Archipel beschäftigen, gibt es keinerlei Hinweise auf einen bevorstehenden Ausbruch. Quelle mixradio.eu/lokalnachrichten. Der 18.09.2021. Da der alte Gipfel Cumbre Vieja weiterhin aktiv ist, wurde die Bevölkerung gebeten, auf offizielle Infos zu achten. Dies gilt besonders für die Gemeinden Los Llanos, Fuencaliente, El Paso, Maso und das Viertel La Bobilla in der Tatzacorte-Region. Ein Evakuierungsplan wurde mittlerweile vorgestellt. Dabei wurde auch an alternative Unterkünfte für die Urlauber auf der Insel gedacht. Eine Evakuierung ist jedoch zurzeit noch nicht vorgesehen. Die Insel hat weiterhin die Warnstufe Gelb. Das bedeutet, dass die Bevölkerung über Anomalitäten Mitteilung erhalten muss. Der 18.09.2021. Im Pevolca-Bericht wurde ausgeführt.
In diesem Szenario ist der Ausschuss der Ansicht, dass gefühlte Erdbeben mit größerer Intensität auftreten können, die Schäden an Gebäuden verursachen könnten. Auch könnten diese in der Umgebung von Puerto Naos, von La Bombilla bis El Remo Steinschläge und Felsstürze verursachen. Darüber hinaus wiesen die Experten darauf hin, dass die Verformungen mit derselben auch gestern gemessenen Geschwindigkeit andauern, was mit einer Quelle der Verformung an der Oberfläche vereinbar ist. Auch andere Phänomene, die an der Oberfläche zu beobachten sind, Temperatur, Geruchs- und Farbveränderungen des Wassers, anomales Verhalten von Tieren und so weiter, werden nicht ausgeschlossen. Aus diesem Grund wird die Öffentlichkeit gebeten, die Behörden zu informieren, wenn irgendwelche Anomalien festgestellt werden. Der 19.09.2021, Eilmeldung. Der Cumbre Vieja auf La Palma ist ausgebrochen. Eruptionsbeginn um 15.15 Uhr Ortszeit. Wie berichtet, erschütterten mehrere tausend kleine Beben in der letzten Woche die Region. Starke seismische Aktivität der letzten Stunden deuteten auf diesen Ausbruch hin. Der 20. September 2021. Erstmals seit 50 Jahren ist auf La Palma der Vulkan Cumbre Vieja ausgebrochen. Der Vulkan im Süden der Kanareninsel spuckte am Sonntagnachmittag Lava und Asche aus. Über ihm war eine hohe Rauchsäule zu sehen. Wie die örtlichen Behörden im Online-Dienst Twitter mitteilten, erfolgte der Ausbruch in einem waldigen Gebiet von Cabeza de Vaca in El Paso. Um 15.12 Uhr Ortszeit, 16.12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, haben es mehrere heftige Explosionen in der Gemeinde El Paso im Süden der Insel gegeben, berichtete die Zeitung El País. Anschließend begann der Vulkan große Menge braunen und weißen Rauchs sowie Gesteinsbrocken und rotglühende Lava in die Luft zu schleudern. Der Vulkan habe mindestens 4 Schlote, also verschiedene Stellen, an denen Asche, Rauch und Lava in die Höhe geschleudert würden, berichtete das staatliche Fernsehen RTVE. In anderen Berichten war von 3 bis 6 Schloten die Rede. In Anführung, die Bevölkerung wird aufgerufen, extreme Vorsicht walten zu lassen und der Eruptionszone fernzubleiben, Anführung Ende, erklärte die Regionalregierung. Jedes unnötige Risiko solle vermieden werden. Die Evakuierung der nächstgelegenen Gebiete habe bereits begonnen. Quelle Berliner Zeitung. Und am Ende, kurz und knapp, leider hat die Wissenschaft den Kampf gegen die Natur verloren, da etliche Experten nicht von einem Vulkanausbruch ausgegangen sind. Und ein Zitat im Pevolka-Bericht vom 18. September 2021 ist leider eingetroffen. Der lautete: Der vulkanische Prozess setzt sich fort und kann sich kurzfristig und rasch weiterentwickeln. Soweit die Pevolka vom 18.09.2021.